Jetzt. Alles klar. Oh, ich filme auch schon. Ich filme schon. Alles klar. Bist du bereit, oder was? Moin, ihr Lieben. Schön, dass ihr am Start seid heute zum epischen Duell Berlin-Döner gegen Stuttgart-Döner, der legendäre Mustafa-Döner, wo die Schlange immer 1000 Meter ist. Und der Stuttgart-Döner, à la Turca, wo alles selbst gemacht ist, vom Brot bis zum Fleisch, alles durch und durch, alles wird ein Endgegner-Fight, sag ich euch nur. Wir haben ja den Gesamtfight noch. Ich blende mal eben die Punktzahl ein von den bisherigen Teilnehmern. Heute geht es aber erstmal wirklich nur Stuttgart gegen Berlin, bis wir zum Schluss halt den besten Döner Deutschlands ausgewählt haben. Punktebewertung wie gehabt. Wer es noch nicht kennt, muss das Podolski gegen Mehmet Video gucken. Und wir werden jetzt erstmal zum Döner gehen. Wir sind 300 Meter entfernt. Ich bitte euch, wir wollen mich natürlich zum gefürchtesten Restauranttester, Döner-Tester, alles drum und dran machen, damit die Leute zittern, wenn ich ankomme. Ballert das Video komplett durch. Wirklich so lange, wie es geht, um die Watchtime aufrechtzuerhalten. Gib mir ein Like, gib mir einen Kommentar und dann wird das was. Und jetzt werden wir mal den Döner testen. Und natürlich wieder, wie gehabt von mir, komplett ehrlich. Wir lassen uns nicht vom Namen beeinflussen. Wir machen alles real, wie auch vorher. Wer das andere Video kennt, weiß, ich habe komplett ehrlich rausgehauen. Ja, Mann, und jetzt geht's zum Döner. Wir können filmen gleich. So sieht's aus von hier. Ich habe jetzt gerade erfahren, es gibt tatsächlich nur Hähnchenfleisch. Aber es ist so. Ich nehme ihn so, wie er ist. Wie bei den Frauen. Da bin ich auch, da kenne ich nichts. So, und ja, ich werde gleich hier mal abchecken und mal ein paar Fragen stellen. Und hier sieht das ungefähr aus. Was heißt ungefähr? Was laber ich für Scheiße? Also so sieht das hier außen rum aus. Pass mal auf. Also gut, ist jetzt schon dunkel natürlich. Aber scheiß drauf, dass ihr mir ungefähr einen Einblick habt bei Nacht. Ihr wisst, wie es jetzt hier bei Nacht aussieht. Hier bei Nacht ist auch gelogen. Ich laber mal wieder am Laufband nur Mist. Ja, aber wir werden jetzt Döner fratzen. Wie ihr gesehen habt, die Schlange war nicht so lang. Normalerweise ist sie auch mal 1,5 Stunden lang. Das weiß man aber. Ich habe es jetzt so nicht gesehen. Ja, aber die Erwartung ist groß. Beim Döner, wo man 1,5 Stunden ansteht, erwartet man natürlich einiges. Und ich werde mir jetzt einen Döner reinfetzen. Ich bin sehr gespannt. Okay, ich habe hier noch ein paar Ehrenmänner am Start. Kurze Aussage. Hat sich die Fahrt gelohnt für mich von Hamburg hierher? Buxtehude. Voll, Mann. Wir sind aus Freiburg gekommen, deswegen noch. Ah, was? Ihr habt noch nie hier gegessen, auch? Nee, auch nicht. Aber alles, also haben nur das Beste von dem Kebab gehört, deswegen probieren. Okay, habt ihr Mehmet schon mal gegessen, Buxtehude? Nee, das haben wir noch nicht, aber das wollen wir. Okay, das müsst ihr auch, Jungs. Gut, dann werde ich mal hier nochmal die Jungs vom Döner nerven. Ja. Danke euch für euer Interview. Aber ihr seid nicht zusammen, oder? Nein. Ja, gut, dann ist gut. So, ich habe hier nochmal einen ganz besonderen Ehrenmann. Der hat auch schon hier gegessen, also ja. Berliner Urgestein, ne? Ja, genau. Okay, was sagst du, Döner lohnt sich? Ja, sehr sogar. Schmeckt auch gut. Okay, besser Döner in ganz Berlin. Ja, genau. Okay, perfekt. Also ich mache dich für verantwortlich, wenn er nicht schmeckt, mein Lieber. Alles klar, danke dir, ne? Ja, bitte. So, bitte. Perfekt. Also ich nehme einfach einen Döner nach deiner Empfehlung, so wie man ihn hier normalerweise isst. Sehr gerne. Einfach ganz Standard. Und sag mal, ihr macht ja hier das Gemüse direkt mit aufs Fleisch drauf, ne? Genau. Ist im Fleischspieß auch schon Gemüse drin? Paprika. Ach, okay. Okay, und was sagst du jetzt, die Leute kommen ja von ganz Deutschland hier, jetzt riesenlange Schlange, sonst 1,5 Stunden oder so. Was ist das Geheimnis generell, wenn du es so auf den Punkt bringen würdest? Das Geheimnis, die frischen Zutaten, das Gemüse, ja. Das Fleisch, wird extra zubereitet, alles drum und dran, nur das Beste. So, ich konnte hier jetzt nochmal einmal rein, ich kann jetzt natürlich nicht komplett rein, aber guckt euch an, das Riesen. Riesenberg hier wahrscheinlich, wenn noch mehr los ist, hier drückt das Gefühl die Glasscheibe nach oben. Normalerweise sagt man ja, machen wir mal viel Fleisch. Ihr esst ja nicht umsonst Gemüsekebab. Ist das, weil ihr auch viel Gemüse reinmacht oder weil ihr dieses Gemüse mischt so direkt? Das Gemüse mischt. Okay. Von allem etwas. Von allem etwas, perfekt. Ja, sieht gut aus. Ich werde hier mal noch mal nach vorne gehen. Also ihr macht echt mit Liebe, Jungs, man sieht das. Genau. Stimmt so, alles gut. Perfekt, danke auch. Mach recht. So sieht er aus. Ich habe ja einmal sogar vergessen, fast Döner zu zeigen. So, also so sieht der mächtige Gemüsekebab von Mustafa aus. Also es fühlt sich gerade so an, als hätte ich den Hammer von Thor in der Hand. Ne? War ein guter Vergleich, oder? Ja. Hm.
hätte Servierte noch nehmen sollen. Also was als erstes auffällt, Brot sehr kross, nicht negativ, gut kross. So eine Cocktailsoße ist da drin, die ist sehr prägnant und harmoniert perfekt mit dem Fleisch. Ich schwör's euch, es ist ja jetzt Hähnchenfleisch. Ging nicht anders, die haben nur Hähnchen. Ihr wisst ja, sonst habe ich Kalb getestet, aber ich nehme ihn so, wie ich ihn kriege. Gab ja auch keine andere Möglichkeit. Aber diese Soße in Verbindung mit dem Fleisch, das Fleisch ist auch sehr gut gewürzt. Jungs, macht ihr das Fleisch selber eigentlich? Das Fleisch selber gemacht? Der Spieß ist selber gemacht. Wie bitte? Extra zubereitet für uns. Ach, extra für zubereitet. Ja. Ich höre gerade, das Fleisch ist extra zubereitet für den Mustafa. Yeah, man. Ich weiß nicht genau, was das heißen soll, aber ich denke mal, es wird extra zubereitet sein. I am the one. So, es ist noch Käse. Es ist noch Käse mit dem Döner. Das haben wir auch gemacht. Das Fleisch ist relativ dick geschnitten. Also es ist nicht so, wie man es halt... Hähnchen ist ja sowieso ein bisschen dicker, aber es ist wirklich etwas dicker. Von der Konsistenz her perfekt. Also es ist sehr zart im Biss, saftig, knaftig. Okay Leute, pass auf. Bevor ich jetzt den letzten Happen verschlinge und wir nach Stuttgart switchen, werde ich jetzt noch mal ein, zwei Worte verlieren. Die letzten zu diesem Döner. Das Brot ist wirklich sehr kross. Ich kann nur eins verraten, ich mag krosses Brot. Ich mag wirklich sehr krosses Brot. Die Soße, die sich am Ende, jeder der Döner isst, kennt das, die sich am Ende bildet, unten beim Brot, zusammen mit dem Fleisch schafft, und nochmal den letzten Bissen Fleisch. Das ist sehr gut. Am Schluss kann ich nur sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist erstmal meine letzten paar Worte zu diesem Döner. Wir switchen jetzt nach Stuttgart. Also wir sehen uns jetzt gleich in Stuttgart wieder. Mehr möchte ich gar nicht hierzu verraten. Die Bewertung gibt es wie immer zum Schluss. Und in Stuttgart angekommen. Wir sind jetzt bei Ala Turca. Ich habe hier gleich zwei Airmänner am Start. Die werden mal eben kurz eine kleine Ausnahme machen. Ihr kommt aus Stuttgart, ne? Ja, klar. Ja. Stuttgart ist auch die beste Stadt. Ja. Da müsst ihr es auch nochmal drüber schreiben. Was sagt ihr allgemein jetzt zum Döner? Esst ihr öfter hier? Also ich esse viel Döner und auch oft hier und es schmeckt also immer richtig gut. Ja. Also Ala Turca ist wirklich richtig gut. Okay, also würdet ihr sagen jetzt, ohne dass ihr natürlich Mustafa oder so kennt, aber hat er Potenzial, der beste Döner Deutschlands zu werden in meinem persönlichen Test? Ja, 100%. Das wird er auch. Okay, das wird's auf jeden schmecken. Fall. Ja. Was auch über die Qualität sagt, vom Spieß und allem drum und dran, ist halt alles selber gemacht. Ich werde gleich sehen noch, er hat einen dicken Fleischbatzen, deutsche Qualität, deutsches Fleisch, durchzogen von Fett, so wie man es will, wenn man ein Steak holt. Ja, das basteln die alle selber zusammen, keine Geschmacksverstärker, nada. Wir werden mal eben noch mal kurz außen den Laden filmen und dann gehen wir rein. So sieht er aus. Wir gehen jetzt rein und dann werde ich hier noch mal eben auf die Kacke hauen. Genau, und Döner einfach nach ihrer Empfehlung. So wie sie sagen, so wird der Döner perfekt. So nehme ich ihn. Döner gebe ich dir mit Gemüse zum Beispiel. Genau. Weil du musst doch, hat gesagt. Ich habe auch Gemüse. Wir haben auch. Ja, genau. Ich, so gesagt, ich sage nochmal, ich kann Geschmack nicht garantieren. Geschmack ist was anderes. Geschmack sagt, ich garantiere meine Qualität. Ja. Wenn einer sagt, mein Geschmack ist der beste, der lügt. Aber für mich, jeder hat andere Gaumen. Die kannst du garantieren. Aber... Und hier kannst du mal noch hinreden. Aber hier nicht, hier ist Endkontrolle. Hier musst du investieren. Ja, das geht nicht. Ja. Hier kannst du nicht lügen. Ich bin gespannt. Nochmal kurz den Chef zu übersetzen. Es ist halt so, da hat er auch recht, den Geschmack kannst du täuschen, wenn du Geschmacksverstärker nimmst. Dann kannst du natürlich, und das ist das Problem oft bei den üblichen Gerichten, wie der Gaumen auch dran gewöhnt ist, in der Industrie, bei der Nahrung, die wir im Supermarkt kaufen, Geschmacksverstärker rein, den ganzen Scheiß rein. Natürlich schmeckt es gut. Und das hier ist natürlich. Der haut den ganzen Mist nicht da rein. Und deshalb denken manche, so vielleicht schmeckt der Döner nicht so gut. Und da fühle ich ihn komplett. Ihr wisst, ich bin halt eher naturell und Biokost und so weiter und so fort. Deshalb fühle ich das und das weiß ich zu schätzen. Wollt ihr mit oder ohne Schaf? So wie du empfiehlst, deine Empfehlung. Wir haben auch sehr gute Schaf ausgemacht. Dann gerne Schaf. Wie Vorspeisen. Ich nehme gerne Schaf dazu, ja. So, und den Spieß noch einmal kurz. So sieht er aus. Das ist der Spieß. Ganz anders aus. Komplett anders als bei uns. Alles selbst gemacht. Das Fleisch habt ihr gesehen jetzt schon, was er verwendet. Barbar-mäßig. Wie kannst du jetzt mit Muster? Ja, ist was anderes. Ist eine andere Welt, ja. Guck mal, wie das hält. Wie kannst du sagen? Ja, ich gebe direkt, man sieht es ja schon beim Fleisch. Beim Fleisch, die Verarbeitung. Wie heißt du eigentlich? Yüksel. Was Yüksel verarbeitet für Fleisch. Ohne Geschmacksverstärker, ohne alles. Wirklich nicht dieses Geschummeln. Und da habe ich ihm auf Kamera erzählt, da verstehe ich. Du kannst ihn kaum täuschen. Mit Geschmacksverstärker, mit dem ganzen Scheiß. Aber das ist Qualität. Das ist wirklich Qualität. Okay, lass uns das. Dankeschön. Das ist aber schon das Kart geht. Okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Okay. Danke. Dankeschön.
So Leute, passt auf, so sieht der Döner aus. So sieht er aus, schön außen bestrichen, nochmal mit der scharfen Soße. Ja, Fleisch auch ganz anders. Es sieht hier einfach ganz anders aus. Gurke, Tomate im Ganzen gelassen. Ein bisschen, ich glaube, Rucola ist das noch da drin. Auch gegrillte Bohnen, Zwiebeln drin. So, jetzt werde ich mal testen. Oh, also es geht los, Freunde, es geht los. Also erster Eindruck, Brot natürlich auch selber gemacht. Man merkt, es ist von der Konsistenz vom Biss her ist was anderes. Das Fleisch natürlich auch. Du merkst, es ist Steakqualität. Man merkt einfach, da sind Menschen dran, die wissen, was sie machen. Wird es jetzt nicht gut schmecken, würde ich es euch sagen. Oder wäre was nicht gut, würde ich es euch sofort sagen. Ich denke mal, das sieht man an meinen anderen Tests, dass ich da ehrlich bin. Aber hier wissen Leute, was sie machen. Auch alleine schon diese Frische vom Tzatziki. Ja, ich kann diesen Geschmack nicht genau deuten. Die Harmonie zwischen dem Fleisch, dem Gemüse und dieser Soße, das ist nicht willkürlich einfach hingeworfen, sondern da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das merkt man. Ich sag dir ehrlich, der Oberhammer. Das ist einfach ein Traum. Dann komme ich gleich, der Essen, und dann zeigst du mir Kühlhaus noch, ne? Ja, kann ich dir, wenn du... Perfekt. So, pass auf, Chef zeigt noch mal Kühlhaus hier. Die macht jetzt gerade Fleisch, legt ein. Ja. Okay. Da seht ihr, es ist einfach, es ist Fleisch, es ist kein zusammengewürfelter Kram, es ist Qualität. Jetzt die Abschlussbewertung, wo wir lange drauf gewartet haben. Also wir fangen nochmal bei Berlin eben an. Eine Kurzzusammenfassung. Berlin Mustafa. Anders als andere Döner. Zusammen mit diesem Gemüse, was gemischt ist. Diese Soße im Döner, dieses krasse Fleisch, diese Würze in dem Döner. Und gerade zum Ende hin, wo sich alles vermixt hat, das ist mir einfach im Gedächtnis geblieben. Es war krass, diese Geschmacksexplosion von den Geschmäckern am Ende vom Döner, auch während des Döners natürlich. Ja, ihr habt meine Live-Bewertung gesehen. Ich bin begeistert von Mustafas Döner. Und ich gebe Mustafa eine Bewertung von 8,5 Punkten. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr gut. Mustafas Döner hat für mich wirklich einiges rausgerissen. Ich würde dahingegen, dass ich sogar sage, der Hype ist irgendwo gerechtfertigt. Ich habe letztes Mal gesagt, vielleicht erst bei 9 Punkten oder 9,5, aber irgendwo kann ich es verstehen. Ich möchte jetzt zu Alaturka kommen, um den Sieger zu krönen. Für mich sieht es folgendermaßen aus. Ohne mich jetzt vom Chef beeinflussen zu lassen, ich wusste vorher die Fakten, ich wusste, dass alles selber gemacht ist, dass das Fleisch selber gemacht ist. Der Döner im Geschmack. Ihr habt diese leichte Schärfe von der selbstgemachten Soße, die aber genau an die Grenze geht, dass es nicht zu scharf ist, sondern einfach nur dem Gaumen schmeichelt. In Einheit mit diesem Tzatziki, was reinkommt und einfach nur, sag ich mal, die Schärfe, die kommt von der scharfen Soße, wird direkt durch Tzatziki bereinigt. Das ist sehr frisch, ist einfach cremig. Ich finde keine Worte zu diesem Tzatziki. Dann kommt die Einheit von diesem selbstgemachten Gemüse dazu. Diese Bohnen und die Aubergine, was man einfach so nicht kennt. Letztendlich das Fleisch, was selber gemacht hat, in seiner Vielfalt. So wie Fleisch sein muss, wo du an einem Stück reinbeißt, hat es diesen Geschmack, du beißt an einer anderen Stelle rein und es schmeckt wieder tausendmal anders. Und so kombiniert sich dieser Döner für mich zu einem Kunstwerk. Und deshalb kriegt dieser Döner von mir 8,9 Punkte und ist somit der Gewinner bisher, weil es einfach... Die Leute wissen, was sie machen. Dieser Döner ist für mich ein Gesamtkunstwerk. Ich stehe auf dieses Natürliche, das ist die Wahrheit. Dieser Döner ist für mich die Wahrheit. Wie der Chef sagt, es ist einfach so. Ich hatte es euch auch so gesagt, es ist keine Verarsche mit Geschmacksverstärkern oder irgendwas anderem. Alaturka ist für mich der klare Gewinner bisher. Ich bin sehr begeistert davon. Ich würde mich über euer Urteil freuen, über neue Ideen, wo ich noch testen kann, welchen Döner ich testen muss. Vielleicht finden wir noch einen besseren. Haut es rein in die Kommentare. Mir hat das Video sehr gefallen mit der Vielfalt. Einfach die Kommentare auch noch vom Chef selber, das zu hören. Diese unterschiedlichen Döner, die so gehypt wurden. Ich will diese Tradition weiterführen und wir suchen den besten Döner Deutschlands. Würdigt es in den Kommentaren und in den Likes. Teilt das Video. Lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal.